Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 403. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Es ist heute der 19. September 2017 und am Sonntag findet eine Bundestagswahl statt und deswegen wird das Thema heute auch die Bundestagswahl sein. Das heißt, dass es durchaus auch politische Inhalte gibt heute. Wenn ihr da keine Lust zu habt, weil euch das mal aufregt, dann nehmt euch bitte einfach eine andere Episode. Das nur schon mal so als Vorwarnung. Ich bekomme durchaus ab und zu Feedback zu der Haltung, die ich hier offenbare in diesem Podcast. Nicht alle sind damit immer glücklich, was ich hier so erzähle. Das heißt, wenn ihr dafür anfällig seid, ich meine, die meisten kennen ja meine Persönlichkeit und meine Einstellung zu den Dingen und so. Und wenn ihr glaubt, dass euch das zu sehr aufregt, als dass ihr einschlafen könnt, dann wisst ihr hiermit, es geht heute um Politik im Großen und Ganzen. Und wahrscheinlich werde ich auch meine Haltung dazu verdeutlichen und vielleicht, wenn ihr schon wisst, dass euch das aufregt, dann holt euch doch einfach eine andere Episode. Es gibt 402 weitere Episoden und es gibt auch noch eine ganze Menge andere Sachen, zu denen man sehr gut einschlafen kann. Längliche Sachen, kurze Sachen. Ich selber schlafe ja am liebsten zu Hörbüchern ein. Ich habe so ein Audible-Abo. Wenn ihr euch ein Audible-Abo schnell klicken wollt, könnt ihr es übrigens auch machen über audible.de/einschlafen. Dann kriege ich irgendwie einen kleinen Bonus von denen. Müsst ihr aber auch nicht machen. Ich komme auch gut ohne den Bonus zurück. Ich habe auch lange nicht nachgefragt. Das ist ein bisschen blöd. Irgendwie die Zusammenarbeit mit Audible war. Ich war einer der ersten deutschen Podcaster, die das gemacht haben. Und ich muss dann immer nachfragen, so alle halbe Jahre, hat sich jemand angemeldet und sagen sie, ja, einer. Und dann kriege ich da meine paar Kröten. Es ist nicht so erfolgreich für uns beide. Macht aber nichts. Genau, ich höre gerade das Hörbuch wie heißt denn das? Ich kann mal ja nachgucken. Den Titel vergessen. Das ist sehr schön. Ich habe es im Wesentlichen ausgewählt, weil Oliver Rohrbeck es vorliest. Das ist ja Justus Jonas. Und das Buch heißt Eine kurze Geschichte von fast allem von Bill Bryson. Und das ist irgendwie über 20 Stunden lang, 21 Stunden lang und erzählt halt ja ein bisschen über Wissenschaft und vor allem auch Wissenschaftsgeschichte. Und das ist so ganz spannend mal zu erfahren, wie lange man eigentlich schon weiß, dass es Dinosaurier gab. Und warum es sie eigentlich nicht mehr gibt und wie lange man es eigentlich schon weiß, dass es irgendwie Sauerstoff gab. Ich habe ja in der Episode 401, glaube ich, über Wissenschaft gesprochen. Und ja, genau. In der letzten Episode ging es um was anderes. Und ja, ich finde es einfach schön, mich mit solchen Themen zu beschäftigen. Was weiß man heutzutage, wovon geht man heutzutage aus? Das Thema Phlogiston kam übrigens gerade vor in dem Hörbuch. Ich hatte ja in der Episode gesagt, dass ich die Phlogiston-Theorie sehr, sehr schön finde, eben weil sie falsch ist. Ja, dass man irgendwie wissenschaftliche Theorien aufstellen kann, die einem helfen, die Beobachtungen auf der Erde besser zu verstehen oder überhaupt Beobachtungen besser zu verstehen. Und wenn man dann aber eine bessere Erklärung findet, dass man dann eben eine Theorie auch überwerfen kann. Das Poppersche Prinzip der Falsifikation, eine Theorie ist genau so lange richtig, bis sie widerlegt wird. Ja, aber bevor ich jetzt in das Thema Politik und Bundestagswahl einsteige, noch ein kurzes Announcement. Ich bin wieder live zu hören. Es war ja die letzten beiden Episoden oder drei oder so nicht der Fall, was schade war. Weil dadurch ein bisschen was weggefallen ist, unter anderem die Shownotes, die gerade jetzt endlich dann doch wieder geschrieben werden vom lieben Mo. Mo sitzt gerade da und schreibt, das finde ich toll. Gleichzeitig hatte ja
Monja geschrieben, dass sie keine Episodenbilder mehr zeichnen kann, weil es zeitlich nicht mehr hinhaut bei ihr. Und mein Aufruf wurde erhört. Ich habe sogar zwei Grafikerinnen gefunden, beziehungsweise die haben mich gefunden und sich bei mir gemeldet und gesagt, dass sie gerne Bilder zeichnen. Und Pia, die erste, hatte ja auch schon was beigesteuert. Auch zur letzten Episode, das habe ich dann aber zu spät bekommen, konnte nicht mehr einbauen. Das ist irgendwie bei Auphonic nachträglich noch so ein Episodenbild reinzuklöppeln, ist irgendwie ein bisschen schwierig. Und dann hat sich noch Bianca gemeldet und Bianca hat tatsächlich schon für Episode 404 Episodenbilder gezeichnet. Pia hatte jetzt für diese, für Episode 403, zwei Vorschläge gemacht und die habe ich beide auf Facebook gepostet und das entzündete quasi eine, gar keine Diskussion, sondern die einhellige Meinung war, dass das grüne Episodenbild das schönere ist. Und das habe ich dann natürlich auch für die heutige Episode genommen. Damit ich das aber irgendwie, oder damit ihr euch da eigentlich besser koordinieren könnt, habe ich einen Slack geöffnet. Slack ist quasi der neueste heiße Scheiß, was Kollaboration angeht, glaube ich zumindest. So neu ist das auch nicht mehr, gibt es schon so irgendwie seit 2-3 Jahren. Slack ist ein System, in dem man so Communities, Schrägstrich Chatrooms, Schrägstrich was ist es denn eigentlich? Eigentlich ist es ein Chat-System, erstellen kann. Und dann kann man Leute dazu einladen und kann man in dem Slack-Team, heißt es dann, kann man Kanäle erstellen. Und ich habe mir gedacht, alle, die hier so Kontributoren sind zum Einschlafen-Podcast, lade ich da mal ein. Und dann kann man darüber halt kommunizieren. Und darüber haben sich Pia und Bianca jetzt auch verabredet, wer jetzt gerade das nächste Episodenbild malt. Und da kann man dann Ideen austauschen. Und das finde ich ganz toll. Und den Mo habe ich auch schon eingeladen da zum Shownotes-Channel. Also es gibt so einen General-Channel, wo man halt irgendwie alles Mögliche drin schreiben kann. Dann habe ich einen Shownotes-Channel und einen Episodenbilder-Channel gemacht. Und wer von euch auch Lust hat, Episodenbilder zu malen oder wer Lust hat, Shownotes zu schreiben, der meldet sich gern bei mir und ich lade euch dann da in dieses Slack-Team ein. Ich weiß gar nicht, ob ich den Invite-Link öffentlich machen sollte. Wer jetzt nicht irgendwie beteiligt ist an irgendeiner Art von Produktion, braucht da eigentlich nicht rein. Also gibt es jetzt keine Geheiminformation oder so, aber ich weiß nicht. So. Können wir mal rausfinden, wie wir am besten mit diesem Slack-Team jetzt umgehen. Ich finde das sehr praktisch. Vorher hatte ich halt immer nur so Direktkommunikation zu Einzelnen von euch über Twitter, Direktnachricht oder über E-Mail und so. Und dass wir das jetzt da in Slack machen können, nimmt mir da so ein bisschen Koordination ab, weil ich auch nicht irgendwie in meinen E-Mails suchen muss, wer hat jetzt gerade wo was gemailt, sondern ich habe das dann alles in diesem einen Slack-Team. Und das finde ich ganz gut. Und ich freue mich, dass da jetzt doch wieder die Produktions-Community zusammengekommen ist. Irgendwie war ich die letzten paar Episoden ja so ein bisschen einsam. Allein. Das ist cool. Ja, freut mich, dass das da weitergeht. Genau. Und ihr müsst auch gar keine Angst haben vom Shownotes schreiben. Also wer Lust hat auf Shownotes schreiben, das kann man ja auch dann im Slack-Channel koordinieren. Wer hat Lust, wer will das machen? Und da gibt es auch Hilfe, wie das eigentlich geht. Und so ist es auch gar kein Hexenwerk oder schwierig. Glaube ich nicht. Ne. Gut. Kapitelmarke. Das ist ja das Wertvollste, was die Shownotes mir bieten, nämlich irgendwie Kapitelmarken zu haben, die dann allen Hörern hinterher zur Verfügung stehen im Webplayer und in einigen, wie heißen die, Podcatchern, kann man ja auch so von Kapitelmarke zu Kapitelmarken springen. Also kommen wir zum Thema. Die Bundestagswahl steht an und ich beschäftige mich sehr gern und auch sehr viel mit Politik. Und das ist zwar sehr anstrengend, es ist auch also nicht immer angenehm, aber ich finde das wichtig. Denn ich finde, wir leben in einem sehr privilegierten Land, Deutschland, in dem ich lebe. Und die anderen deutschsprachigen Länder, die hier vielleicht zuhören, wo man mich hören kann,
Für die gilt das eigentlich auch, aber für Deutschland kann ich halt sprechen. Und uns geht es hier ziemlich gut. Also Deutschland ist ein sehr reiches Land, ein recht fortschrittliches Land. Und wir haben eine Demokratie, die im Großen und Ganzen und vor allem im Vergleich zu anderen Regionen und auch im Vergleich zu unserer Geschichte ziemlich gut funktioniert. Natürlich nicht perfekt. Das geht auch, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, es gibt keine perfekte Staatsform, in der alles immer gut ist. Aber ich finde, wir sollten froh und dankbar sein über die Umstände, unter denen wir hier leben. Und diese Demokratie, die ist alles andere als selbstverständlich, dass wir die haben. Also gerade wenn wir in unsere Vergangenheit gucken in Deutschland, in der es verschiedene andere Staatsformen gab, eine Monarchie und eine Diktatur und alle möglichen anderen Geschichten, so diese Vielvölkerstaaten, also bevor das Kaiserreich gegründet ist, waren irgendwie alles einzelne Fürstentümer. Alles bestimmt nicht besonders angenehm für die Menschen, die in diesen Staatsformen gelebt haben. Zumindest nicht für das Gros, für einige vielleicht schon, aber für einen Großteil der Bevölkerung ist, glaube ich, die Demokratie, in der wir heutzutage leben, die bisher angenehmste. Und deswegen bin ich froh und dankbar, dass es diese Demokratie gibt. Und die Bundestagswahl, die jetzt ansteht, die ist nur ein Teil davon. Ich habe heute gerade die neueste Episode im Soziopod gehört. Der Soziopod ist ja ein Podcast von Patrick Breitenbach und Professor Dr. Nils Köbel. Ist jetzt Professor, das finde ich lustig. Oder schön, gratuliere übrigens an dieser Stelle nochmal. Und ich höre den Soziopod schon sehr lange und ich habe ihn auch schon oft empfohlen. Es ist absolut empfehlenswert, da reinzuhören, auch wenn die bisherigen Episoden alle recht lang waren oder gerade weil. Also ich finde es halt toll, wie ausführlich das ist und ich habe die beiden ja auch schon zweimal live gesehen bei Live-Events und das ist extrem angenehm, ihnen zuzuhören, was sie so zu erzählen haben und ja, auch nett hinterher dann mit ihnen zu plauschen. Und die haben jetzt was Neues und zwar gibt es bei, ich glaube, Bremen 2 im Radio jetzt den Soziopod als Radiosendung. Es hat die Auswirkung auf dieses Format, dass sie erstens Sachen wiederholen. Ja, irgendwie die ersten beiden Episoden, die sie jetzt fürs Radio produziert haben, sind quasi Wiederholungen. Einmal so die Einführung in die verschiedenen Schulen der Philosophie und dann kam irgendwie eine Rousseau-Folge, glaube ich. Jean-Jacques Rousseau, war das das? Der andere Effekt ist, dass sie sich auf eine Stunde begrenzen müssen, denn Radio hat ja dieses begrenzte Zeitformat. Podcast, da kann ja jeder sich selber überlegen, wie lange er denn aufnehmen und senden möchte. Und bei Radio gibt es halt immer diese, naja, meistens zumindest diese Einschränkung, dass einmal pro Stunde Nachrichten kommen und die Sendung müssen halt irgendwie zwischen diese Nachrichten passen und dann ist halt so eine Sendung 54 Minuten lang und zwar genau 54 Minuten, nicht kürzer und nicht länger. Ich bin sehr froh, dass ich dieser Auflage nicht irgendwie gehorchen muss in meinem Podcast, sondern dass ich halt so lange abschweifen kann, wie ich dann möchte. Aber für Radio ist das halt ganz praktisch, ne? Also die Radiomacher denken halt, dass es wichtig ist, dass die Menschen sich darauf verlassen können, dass zu jeder vollen Stunde Nachrichten laufen und das soll halt auch nicht mitten im Satz irgendwen unterbrechen, sondern das soll halt irgendwie so passen. Glaube ich auch, dass es eine gute Idee ist. Ich finde es gut, dass ich weiß, zu jeder vollen Stunde kann ich, egal welchen Radiosender einschalten, bekommen Nachrichten. Genau, das heißt, sie machen da jetzt irgendwie 54 oder 55-minütige Sendungen und die neueste Sendung ist zum Thema Demokratie und die habe ich heute gerade gehört im Auto und hat mir sehr gut gefallen, sehr konzentriert, recht kondensiert auch, also sehr voll, thematisch voll. Sie schweifen wenig ab, es ist nicht geskriptet, aber man merkt, dass sie sich halt genaue Gedanken darüber gemacht haben, was, welcher Inhalt in dieser Sendung zur Sprache kommt. Es ist immer noch Gespräch, es ist immer noch Interview, Zwiegespräch, Diskussion, aber nicht so ausschweifend wie in den normalen Soziopod-Folgen, die ja teilweise dann irgendwie 2-3 Stunden dauern. Ich weiß gar nicht, wie lang die längste Soziopod-Folge ist, aber da reden sie halt normalerweise so lange, bis sie glauben, durch zu sein mit dem Thema. Oder nicht mehr können.
Und ja, das ist halt im Radio nicht möglich. Trotzdem fühlt es sich natürlich an. Also es ist jetzt nicht irgendwie gekünstelt, abgekürzt. Man erschreckt sich so ein bisschen, wenn es zu Ende ist. Ich glaube, die haben sich auch dann immer erschrocken, wenn es dann zu Ende ist. Aber das macht nichts. Es funktioniert trotzdem großartig. Und die ich heute gehört habe, die neueste Episode zum Thema Demokratie, erklärt halt nochmal, was Demokratie eigentlich, also wo das herkommt und was es eigentlich alles umfasst. Und die demokratischen Wahlen, die wir durchführen, sind eben auch nur ein Teil davon. Und ganz wichtige Elemente von Demokratie sind eben auch die Gewaltentrennung, Teilung, dass irgendwie die Legislative nicht auch die Judikative ist, sondern dass Gerichte unabhängig von der Legislative sein sollen. Ganz interessant auch nochmal die vierte Gewalt, also die ersten eigentlichen Gewalten sind ja Exekutive, Legislative und Judikative. Und die Exekutive ist ja quasi die Regierung, die führt aus. Legislative ist das Parlament. Oder? Ist das so? Was ist denn eigentlich die Exekutive? Oder ist das die Polizei? Oh Gott. Ja, also so richtig firm bin ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe heute übrigens auch das Quizduell. In Quizduell gibt es ein Sonderquiz zum Thema Wahl. Und auch da musste ich feststellen, dass ich nicht alles weiß über die Wahlen. Ich glaube ja, ich halte mich selten mal für so aufgeklärt und intellektuell stellt sich raus. Naja, alle Fragen konnte ich dann auch nicht richtig beantworten. Wobei die Frage nach, aus welchem oder welche Partei nutzt diesen und jeden Slogan, halte ich auch nicht für essentiell für die Wahl. Natürlich sollte man sich mit den Parteien insgesamt beschäftigen, aber dass ich jetzt jeden Wahlslogan auswendig können muss, halte ich nicht für Allgemeinwissen oder notwendiges Allgemeinwissen, um sich für politisch aufgeklärt zu halten. Zumindest gibt es neben diesen drei Gewalten ja noch die vierte Gewalt und das ist die ist auch essentiell für Demokratie. Und die vierte Gewalt ist die Öffentlichkeit, also Presse, Journalisten, den öffentlichen Diskurs darstellen. Und dazu zähle ich mich auch. Und dazu zähle ich auch den Soziopod und dazu zähle ich auch alle, die Reichweite haben. Ich hatte schon mal das Thema Verantwortung durch Reichweite hier im Podcast. Ich weiß nicht, wann das war. Ich weiß auch nicht, ob ich die Episode so genannt habe. Das war noch in Bezug auf YouTuber. Und das war auch in Bezug auf andere Podcaster. Ich habe ja hier eine Reichweite. Ich habe irgendwie 30.000 bis 40.000 Downloads pro Episode. Plus alle, die mir hier auf Spotify zuhören. Die kann ich gar nicht so direkt sehen. Die werden in einem anderen System irgendwie verwaltet. Das sind auch nochmal ein paar Tausend mittlerweile, die mir hier über Spotify zuhören. Und damit habe ich eine Reichweite und damit gehöre ich zur vierten Gewalt, weil ich eben auch Leute erreiche mit meinen Nachrichten hier. Und das bedeutet Verantwortung. Das ist gut, dass das möglich ist. Das bedeutet aber auch, dass man sich darüber Gedanken machen muss, was man denn, wenn man denn Reichweite hat, darüber sprechen muss. Ich glaube nicht, dass es allen so bewusst ist. Erstens, wie viel Reichweite sie haben. Und zweitens, dass sie damit eben auch eine Verantwortung gegenüber dem haben. Ich weiß ja nicht, wer mir hier zuhört und was ihr daraus macht. Umso schwieriger wird es für mich dann auszuwählen, was ich hier tatsächlich dann sende. Und ich glaube, dass YouTuber, erfolgreiche YouTube-Kanäle, die irgendwie Millionen von Abonnenten haben, die eigentlich auch wissen und die dann auch in YouTube in den Statistiken sehen können, welche Altersstruktur zum Beispiel ihre Zielgruppe oder ihre Hörerschaft hat, dass da durchaus mehr Verantwortungsbewusstsein notwendig wäre, dass irgendwie, also Bewusstsein dafür, dass sie eben die vierte Gewalt sind oder Teil der vierten Gewalt und dass dies eine Eigenschaft der Demokratie ist, die wir hier haben. Bei Demokratie geht es nicht nur darum, dass wir wählen können und dann ist es vorbei, sondern von wem war der Ausspruch? Habe ich heute im Soziopod gehört. Alles ist politisch. Man kann gar nicht unpolitisch sein. So diese Forderung, auch häufig an den FC St. Pauli zum Beispiel, doch bitte nicht so viel Politik mit Sport zu vermengen, denn im Stadion ginge es nicht um Politik, sondern ginge es um Sport. Ich finde es genau richtig, dass der FC St. Pauli da
sich positioniert und sagt, doch natürlich geht es auch im Stadion um Politik, denn auch da findet Gemeinschaft statt. Auch da kann man durchaus seine Werte positionieren und die Reichweite eben nutzen. Ja, trotzdem soll es jetzt hier gar nicht so um Demokratie im Allgemeinen gehen. Hört euch bitte diese Soziopod-Folge an zum Thema Demokratie. Ist in den letzten Tagen erschienen. Mir hat sie geholfen, nochmal irgendwie ein vollständigeres Bild über Demokratie zu gewinnen. Was ich mir noch gewünscht hätte, wäre, also es wurde zwar mit einem Wort gesagt, und zwar der Ursprung der Demokratie ist ja irgendwie in Griechenland und dass das Losverfahren auch irgendwie Teil der ursprünglichen Demokratie war, wurde zwar gesagt, aber es gab da letztens in der Zeit noch einen Artikel darüber, dass die Athener, glaube ich, oder irgendwelche Leute haben halt Wahlen für äußerst undemokratisch gehalten, weil Wahlen halt immer auch manipuliert werden können, eben durch zum Beispiel die vierte Gewalt, durch Öffentlichkeitsarbeit, durch wer am meisten Geld hat. Also man sieht das zum Beispiel ganz gut in den USA, denke ich. Da wird ja auch sehr offen damit umgegangen, wie teuer Wahlkämpfe sind, und da wird halt sehr offen für Wahlkosten, Werbespenden geworben, und es wird auch sehr offen damit umgegangen, wer wofür spendet. Und am Ende sieht man dann ja auch, dass die Kandidaten auch innerhalb der Parteien schon das Rennen machen, die am meisten Kohle zusammentragen. Und deswegen fanden die ursprünglichen Demokraten in Griechenland das Losverfahren viel gerechter und demokratischer. Da wurde einfach ausgelost, wer für die nächste Legislaturperiode denn das Sagen haben soll. Es gibt ja auch andere. Auch heute gibt es noch Demokratien, wo mit dem Losverfahren bestimmte Gremien besetzt werden. Finde ich äußerst interessant. Aber haben wir nicht. Wir haben eine Bundestagswahl. Und da wählen wir das Parlament. Ich dachte, ich lasse nochmal irgendwie meine Gedanken zu dieser Wahl irgendwie hier ab. Vorab nochmal die Information. Die Wahl ist frei und geheim. Das heißt, ich darf eigentlich gar nicht sagen, was ich denn wähle, ohne dieses Prinzip der geheimen Wahl zu verletzen. Ich habe heute gesehen, dass der Johnny Häusler vom Spreeblick seine Wahlentscheidung öffentlich macht und auch dazu sagt, dass es ja eigentlich verpönt sei, in Deutschland seine Wahlentscheidung öffentlich zu machen. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, dass es nicht schlimm ist und dass die Wahl keinen Schaden davon nimmt, wenn man dieses Prinzip der geheimen Wahl so ein bisschen hintergeht, indem man sagt, was man denn jetzt doch gewählt hat. Es ist ja auch verboten, in Wahlkabinen Selfies zu machen oder überhaupt zu fotografieren, eben aus genau diesem Prinzip der geheimen Wahl. Deswegen werde ich euch heute aber auch nicht erzählen, was ich denn wähle. Und eben um dieses Prinzip der Geheimwahl zu erhalten. Und es ist eine freie Wahl, das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Das heißt, ich werde auch keine Wahlempfehlung aussprechen. Ich werde nicht mal mehr sagen, dass ich mir wünsche, dass ihr alle wählen geht. Das hatte ich ja irgendwie in der letzten Episode noch angekündigt, dass ich euch heute, wenn ihr denn alle eingeschlafen seid, über eine sublime Botschaft in den Schlaf einflüstere, dass ihr doch bitte alle wählen gehen sollt. Das werde ich nicht machen, weil es eben die freie Entscheidung von jedem einzelnen Wahlberechtigten in Deutschland ist, ob er wählen geht und wenn ja, wen er wählen geht. Nichtsdestotrotz finde ich es wichtig, sich vor der Wahl Gedanken darüber zu machen, was denn alles da mit reinspielt in diese Entscheidung. Und ich persönlich habe nochmal zwei Erkenntnisse gehabt, die ich vorher nicht hatte. Also ich habe, glaube ich, schon irgendwie mich, also seit ich politisch denken kann und die erste Wahl, an die ich mich bewusst erinnere, ist 1980 gewesen, glaube ich. Da ist Helmut Kohl gewählt worden.
ich war 6 Jahre alt und mit meinen Eltern zusammen auf einer Wahlparty, wo dann abends irgendwie gemeinsam dann auf die Ergebnisse geguckt worden ist und einfach so ein bisschen, ja, beisammen sein und irgendwie die Wahl feiern. Es gab noch irgendwie so ein Tippspiel, was wir denn glauben, wie die Wahl ausgeht. Mein Vater, ich habe es schon oft gesagt, war aktiv in der SPD, aber nur in der Kommunalpolitik. Der hat also weder Landes- noch Bundespolitik irgendwie mitgestaltet, sondern hat sich auf die Kommunalpolitik beschränkt und dann halt in unserem Dorf in Wisstedt und in der Samtgemeinde Tostedt. Ja, es heißt tatsächlich Samtgemeinde und nicht Gesamtgemeinde. Ich weiß auch nicht genau, wo das herkommt. Da hat er sich halt politisch beteiligt, was irgendwie schwierig ist, wenn man dann irgendwie glaubt, in der SPD sein zu müssen, weil hier auf dem Lande wählt man halt die CDU. Also die niedersächsische Provinz ist durchaus sehr konservativ geprägt und die CDU fährt hier einen Wahlsieg eigentlich nach dem nächsten ein, was so die lokalen Wahlkreise und Wahllokale angeht. Und er als SPD-Mensch ist halt nie irgendwie, also er ist zwar auch gewählt worden, er hatte dann auch seinen Sitz im Gemeinderat und auch im Samtgemeinderat und war auch in Ausschüssen aktiv. Er konnte auch was machen, aber er ist nie Bürgermeister gewesen oder sowas. Und trotzdem konnte er halt was dazu beitragen, was so passiert. Genau, aber ich war halt immer, also SPD geprägt, weil wenn mein Papa SPD-Mensch ist, schon zu meiner Kindheit, dann prägt mich das natürlich auch in dem, was ich mir damals gewünscht habe, wer denn gewinnt und auch in meinem folgenden Leben. Es hat lange gedauert, bis ich dann das erste Mal nicht SPD gewählt habe, glaube ich. Ja, zumindest beschäftige ich mich auch dadurch, durch meinen Vater schon lange mit Politik. Und ich glaubte immer schon irgendwie viel über die Wahl zu wissen. Allerdings ändert sich da ja auch immer mal was. Welche Erkenntnisse habe ich jetzt neu gehabt? Das erzähle ich später. Erstmal, ganz generell hat jeder Mensch, glaube ich, sehr verschiedene und auch sehr individuelle Grundlagen, auf denen er oder Gründe, aufgrund derer er oder sie seine oder ihre Wahlentscheidung trifft. Das hat nicht notwendigerweise immer nur was damit zu tun, welches Wahlprogramm einem denn jetzt am besten gefällt. Denn also viele sagen ja auch von den Parteien, es gibt halt einfach keine, die mich richtig repräsentiert. Ja, das ist richtig. Es sei denn, man gründet eine eigene Partei und macht in dieser Partei nur das, was man denn selber am liebsten möchte. Aber ein großer Teil des demokratischen und parlamentarischen Lebens besteht halt aus Kompromissen. Und das gilt auch für uns Wähler. Wenn es nicht das gibt, was zu 100% auf uns passt, müssen wir einen Kompromiss eingehen und müssen halt die Option wählen, die am besten zu dem passt, was wir denn wollen. Es gibt ja den Wahlomaten. Wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt, macht das ruhig. Von der Bundeszentrale für politische Bildung gibt es ein Online-Tool, das heißt Wahlomat, mit einer Reihe von Fragen. Ich glaube, irgendwie 34 Fragen, die man beantworten soll, ob man dafür, dagegen ist oder sich enthält. Und die eigenen Antworten werden dann mit den Antworten der Parteien, die man entweder den Parteiprogramm mitnehmen kann oder die Parteien selber gegeben haben, verglichen. Und dann kriegt man am Ende gesagt, zu wie viel Prozent man mit den Aussagen der Parteien denn übereinstimmt. Und ich habe noch niemanden gesehen, der beim Ausfüllen dieses Wahlomaten hinterher gesagt hat, hier, ich habe 100% für die und die Partei. Gibt's nicht. Also ist mir noch nicht vorgekommen. Kann natürlich mal sein, dass jemand weiß, ganz genau weiß, welche Partei jetzt was genau sagt in jeder einzelnen dieser Fragen und das dann so anklickt und dann da eine 100%-Zahl hinbekommt. Aber alles, was ich bisher so gesehen habe, war halt also höchstens mal so in den 80 bis 90% Sachen. Mein eigener Maximalwert war irgendwie 73%. Und danach ging es dann rapide bergab und also ich hatte so 2-3 Parteien, mit denen ich so 60-70% oder 73% Übereinstimmung hatte und dann viele andere, mit denen ich so 30-40% und auch keine Partei, mit der ich 0% Übereinstimmung hatte.
nicht gefunden. Also durchaus Parteien, mit denen ich eine sehr geringe Übereinstimmung hatte, aber das waren dann halt also mindestens so 15% oder so. Und das bedeutet, dass es nicht die 100% Partei gibt. Es gibt nicht die 100% Option, die exakt passt, sondern es ist immer ein Kompromiss. Man muss immer Abstriche machen, aber es gibt halt die Möglichkeit, etwas zu wählen, was halt zum größten Teil oder zum größten Teil im Vergleich zu den anderen Optionen passt. Viele nennen das dann das geringste Übel. Das finde ich aber doof, weil man könnte es auch das größte Plus nennen oder die größte Übereinstimmung oder das geringste Übel klingt halt so, als wäre alles übel und alles wäre irgendwie schrecklich. Das ist, glaube ich, gar nicht der Fall, sondern es gibt auch vieles, was halt gut passt und womit man konform geht und was die eigene Meinung, den eigenen Wunsch wirklich gut repräsentiert. Deswegen spreche ich nicht vom geringsten Übel, sondern ich spreche lieber von der größten Übereinstimmung. Das mag ein Faktor sein, der in meine Wahlentscheidung auch einfließt. Und wenn man den Wahlomaten durchgeklickert hat, dann kriegt man halt diese Anzeige, mit wem man am meisten übereinstimmt. Das heißt aber nicht, dass alle die Partei wählen sollten, die da ganz oben steht, sondern es gibt noch mehr Faktoren, die damit reinspielen. Zum Beispiel strategische Faktoren spielen für einige Menschen eine große Rolle bei der Wahlentscheidung. Und das bedeutet, dass man sich überlegt, was wünsche ich mir denn für eine Regierung? Was ist denn wahrscheinlich? Wie sehen denn die aktuellen Vorhersagen aus? Könnte es zum Beispiel strategisch unklug sein, eine Partei zu wählen, von der man ausgehen kann, dass sie nicht im Bundestag vertreten sein wird, weil sie weder das Direktmandat im eigenen Wahlkreis oder ich glaube, wenn eine Partei 3 Direktmandate gewinnt, dann darf sie auch entsprechend der Prozentzahl, die sie erreicht hat, in Fraktionsstärke in den Bundestag ziehen. Für alle anderen Parteien, die eben nicht 3 Direktmandate gewinnen, gilt, dass sie die 5% Hürde überspringen müssen. Das heißt, von allen Wahlberechtigten in Deutschland, von allen gültigen Stimmen, die abgegeben werden, müssen sie 5% bekommen, um dann in Fraktionsstärke in den Bundestag einzuziehen. Und so sehr die Wahlumfragen auch mal daneben liegen können, was sie in der Regel auch oft tun, so sicher kann man sich trotzdem sein, dass einige Parteien ziemlich sicher nicht im Bundestag vertreten werden. Im Moment gibt es 6 Parteien, die aller Voraussicht nach im nächsten Bundestag vertreten sind. Allen anderen Parteien, da kann man mal zumindest skeptisch sein. Ne? Ob die Piraten es zum Beispiel dann erstmals schaffen, in den Bundestag einzuziehen, ist eher unwahrscheinlich. Ob die Partei es schafft, in den Bundestag einzuziehen, ist vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher, aber so richtig wahrscheinlich ist es eben auch nicht. Wenn man jetzt mit dieser taktischen Einstellung da rangeht, kann man natürlich auch sagen, okay, wenn man schon so darüber spricht, dann wird es auch noch unwahrscheinlicher. Und wenn wir denn alle einfach wählen würden, was wir am liebsten wollen, dann wäre es halt viel wahrscheinlicher, dass das passiert. Glaube ich auch. Nun gab es letztens die U18-Wahl. Vor einer Woche oder so waren alle Jugendlichen und Kinder aufgerufen, auch wählen zu gehen, ohne dass diese Wahl irgendeine echte Auswirkung gehabt hätte. Aber es gab Wahllokale und man konnte so als Jugendlicher diese Wahlerfahrung mitmachen, dass man eben auch einen Stimmzettel ausfüllt und dann gezählt wird. Und die Ergebnisse fand ich in zweierlei Hinsicht äußerst erstaunlich. Das erste Erstaunliche ist, dass die Verhältnisse der Parteien untereinander doch recht ähnlich sind zu den Prognosen, die im Moment zu den Wahlumfragen unter den Erwachsenen sozusagen. Das heißt, in den Wahlumfragen liegt im Moment die CDU vorne und auch bei dieser U18-Wahl hätte die Union gewonnen. Das hat mich überrascht, weil ich dachte, vielleicht haben Jugendliche da einfach eine andere Präferenz, aber wie auch immer man das jetzt erklären mag, dass das da dann ähnlich ist und dass, ja, dass auch unter den Jugendlichen die AfD Zuspruch findet und mit irgendwie 6-7% gewählt worden wäre,
hat mich auch überrascht. Aber nun, über die AfD wird in der Öffentlichkeit gerade viel gesprochen. Sie bekommt sehr, sehr viel, also überproportional viel Aufmerksamkeit, denke ich. Und daher kann das natürlich kommen. Keiner weiß es so genau. Denn also die Wahl auch dort ist geheim. Man muss keine Gründe dafür angeben, was man denn da wählt. Und dann ist das eben so. Die zweite Hinsicht, in der mich die U18-Wahl überrascht hat, ist der äußerst hohe Anteil an anderen Parteien, die gewählt worden sind. Und also die Verhältnisse der Parteien untereinander ist ähnlich. Aber insgesamt kam, glaube ich, die CDU nur auf 24% oder irgendwie unter 30%. In den Umfragen liegt sie im Moment deutlich über 30%. Und das liegt daran, dass die anderen Parteien, also die Parteien, die nicht in den Bundestag einziehen, die vielen kleineren Parteien, die kommen bei den Bundestagswahlen so üblicherweise auf um die 5%. Und bei der Jugendwahl kamen die anderen Parteien auf über 15 oder um die 15%. Also die Jugendlichen wählen viel diverser, viel vielfältiger als Erwachsene. Ich glaube, das kommt möglicherweise daher, dass sie weniger strategisch wählen, sondern wenn die halt sehen, ach guck mal, hier ist eine die Urbanen, die Hip-Hopper-Partei und ich mag Hip-Hop, dann wähle ich die halt einfach. Ist mir vielleicht egal, ob sie dann einziehen oder nicht, weil letztendlich zieht ja auch niemand ein. Es wird ja auch nichts wirklich gewählt. Die Partei hat relativ gut abgeschlossen, irgendwie mit irgendwie 2-3% oder so. Und das gab halt eine ganz große Bandbreite an kleineren Parteien, die auch so um die 1% dann bekommen haben. Das passiert bei Bundestagswahlen nicht in dem Maße, sondern wie gesagt, da haben alle anderen Parteien zusammen dann so 5%. Und ich glaube, das liegt eben auch daran, dass die Menschen dann strategisch wählen, denn letztendlich wird die Sitzverteilung im Parlament, und das ist das, was die Machtverhältnisse letztendlich bestimmt, die Sitzverteilung im Parlament wird ermittelt aus den Prozentzahlen der Parteien, die über 5% gekommen sind oder eben Direktmandate erworben haben. Und das heißt, wenn ich eine Partei wähle, die nicht in den Bundestag einzieht, wie zum Beispiel bei der letzten Bundestagswahl die Partei die Piraten, dann hat meine Stimme keinen Einfluss auf die Verteilung der Machtverhältnisse. Sie hat einen Einfluss auf die Wahlbeteiligung und auf die prozentualen Ergebnisse der anderen Parteien. Denn wenn ich nicht wählen gegangen wäre, dann hätte meine Stimme nicht zu den gültigen Stimmen gezählt und die anderen Parteien hätten alle ein bisschen mehr Prozente gehabt. Aber auf die Sitzverteilung hätte das keinen Einfluss gehabt. Ja, das heißt, man kann irgendwie strategisch wählen. Und auch das habe ich oft gemacht, weil ich dann, auch wenn ich nicht mehr immer unbedingt die SPD gewählt habe, wollte ich halt gerne, dass das linke oder das progressive Spektrum im Bundestag stärken und habe dann halt linke oder progressive Parteien gewählt, die von denen ich ausgegangen bin, dass sie ins Parlament kommen. Zum Beispiel habe ich relativ oft, ich weiß gar nicht, ob wie oft, aber zum Beispiel bei der Bundestagswahl 1998 habe ich halt bewusst meine Zweitstimme den Grünen gegeben und meine Erststimme der SPD-Kandidatin. Auch bewusstes Stimmensplitting gemacht, weil ich halt beide Parteien stärken wollte und ich hatte halt die Hoffnung, wenn die SPD-Kandidatin das Direktmandat gewinnt und dann vielleicht mehr Direktmandate hat, als ihnen per Zweitstimme zusteht, dann kann ich über Überhangmandate da auch noch die Linken, also dieses Bündnis aus, oder dieses gewünschte, von mir gewünschte Bündnis aus SPD und Grün, dann nochmal stärken. Das funktioniert mittlerweile gar nicht mehr, dieses Überhangmandate provozieren durch Stimmensplitting. Also es funktioniert zwar noch, aber es hat keinen Effekt mehr, denn seit der letzten Bundestagswahl 2013
gibt es Ausgleichsmandate für die Überhangmandate. Das heißt, wenn eine Partei mehr Mandate erhält, als ihnen zustünde für die Zweitstimme, dann werden die ausgeglichen für die anderen Parteien, die in den Bundestag ziehen. Das heißt, man kann damit nicht mehr das eigene Lager quasi noch mehr stärken, als man es eh durch seine Stimme tut. Der Wahlmodus, ja, das ist ja auch nochmal wichtig zu verstehen, wie das eigentlich ist. Denn mit der Zweitstimme wählt man ja eine Landesliste und bestimmt aber letztendlich, wie viel Prozent der Sitze im Bundestag an diese Partei gehen soll. Mit der Erststimme wählt man aus, welcher Direktkandidat aus dem eigenen Wahlkreis denn direkt in den Bundestag einzieht. Und das ist eine ganz, ganz interessante Überlegung, dass man sich für seinen eigenen Wahlkreis entscheidet, wen von diesen Nasen, die ich da jetzt sehe, möchte ich denn eigentlich im Bundestag sehen. Aber auch da ist es natürlich interessant, taktisch zu wählen, denn in den wenigsten Wahlkreisen hat ein anderer als die SPD oder die CDU die Möglichkeit, den Direktkandidaten gewählt zu bekommen. Es gibt ganz wenige Wahlkreise, hauptsächlich in Städten oder in Innenstädten, wo ein Kandidat oder eine Kandidatin von den Linken oder von den Grünen mal ein Direktmandat erwirbt. Ich habe ja bei der letzten Bundestagswahl probiert, als unabhängiger Direktkandidat ohne Partei, ohne Liste auf dem Wahlzettel zu stehen. Das passiert immer mal wieder. In Hamburg gibt es mittlerweile einige unabhängige Direktkandidaten. Nur gewählt werden die halt alle nicht. Es ist irgendwie 1953 oder so ist mal einer gewählt worden. Der war aber nur deshalb unabhängig, weil irgendwie er aus irgendeiner anderen Partei gerade irgendwie ausgetreten war. Und kurz danach ist er dann auch von irgendeiner Partei aufgenommen worden und der Fraktion zugeordnet worden. Also der so richtig unabhängig war, der auch nicht, der damals gewählt worden ist. Der hatte nur zum Zeitpunkt der Wahl gerade keine Partei. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt meine Stimme der grünen Kandidatin hier aus dem Wahlkreis Harburg gebe, das ist die Nadja Weipert, die kommt aus Tostedt, dann mag das zwar meinen Wunsch entsprechen, dass sie vielleicht die geeignetste ist oder die ich am liebsten irgendwie im Bundestag sehen würde, aber sehr wahrscheinlich bringe ich dadurch nur den CDU-Kandidaten in den Bundestag. Michael Grosse-Brömer ist hier der CDU-Kandidat. Der hat große Chancen, das wieder zu gewinnen. Er hat in der letzten Bundestagswahl auch das Direktmandat gewonnen. Und ich glaube, die SPD-Kandidatin Svenja Stadler, die wird wahrscheinlich eher deshalb nicht gewinnen, weil so viele aus dem linken Spektrum dann vielleicht noch die Nadja Weipert wählen. Das heißt, wenn sich das linke Spektrum mal einigen würde, wer denn der geeignetste Direktkandidat ist, dann hätte man da auch die Möglichkeit, gegen das konservative Spektrum mehr Direktmandate zu gewinnen. Ist ja ganz häufig so, dass die Diversifizierung und die Uneinigkeit im linken Spektrum dann doch eher zum Nachteil gereicht. Aber sei es drum. Es gibt ja auch im jetzigen Bundestag eine linke Mehrheit aus SPD, der Linken und den Grünen. Trotzdem hat sich die SPD entschieden, die stärkste Fraktion, nämlich die CDU-CSU-Fraktion, zu unterstützen und Angela Merkel zur Bundeskanzlerin zu wählen und mit diesen dann eine Koalition einzugehen und eine Regierung, eine sogenannte große Koalition zu machen. Weiß ich nicht. Also hätten sie heute auch anders entscheiden können. Wie auch immer. Wie war ich jetzt dahin gekommen? Genau, was gibt es noch für Gründe? Also es gibt irgendwie die Übereinstimmung mit dem Parteiprogramm oder den Aussagen der Partei. Es gibt die strategische Sache. Dann gibt es natürlich nochmal die emotionale Sache oder ganz viele verschiedene emotionale Gründe, die einen dazu bringen können, etwas zu wählen. Zum Beispiel Sympathie zu den Kandidaten. Ja, vielleicht finde ich Angela Merkel sympathischer als Martin Schulz oder andersrum und wähle deshalb die entsprechende Partei.
obwohl ich mit den Aussagen der Partei vielleicht gar nicht so übereinstimme oder obwohl sie das gar nicht so repräsentieren. Vielleicht ist es auch Vertrauen. Vielleicht ist es nicht Sympathie, sondern Vertrauen. Ich vertraue vielleicht darauf, dass Angela Merkel einen besseren Job macht als Martin Schulz. Oder andersrum. Ich vertraue darauf, dass Martin Schulz seine Wahlversprechen eher umsetzen wird als Angela Merkel oder was auch immer und wähle dann entsprechend. Das kann auch durchaus ein wahlentscheidender Faktor sein. Für viele scheint im Moment so eine andere Emotion wahlentscheidend zu sein, nämlich Wut und Enttäuschung. Das hört man gerade stark raus, dass viele Menschen ihre Wahlentscheidung entweder nicht wählen zu gehen, so, die sind doch alle doof. Das ist ja auch eine Wahlentscheidung, die man treffen darf und kann. Auch das ist natürlich ein Faktor. Und auch weil es eben eine freie Wahl ist, ist das auch ein erlaubter und legitimer Faktor. Es gibt auch Leute, die sagen, die wählen eine Protestpartei oder machen eine Protestwahl. Jetzt zeige ich es denen mal, die sind alle doof. Ich wähle jetzt die Linken oder die Republikaner waren mal eine Protestpartei. Jetzt irgendwie gibt es die, glaube ich, gar nicht mehr. NPD, die Nazis oder auch die AfD, die bekommen viele Protestwähler. Und das ist, ich glaube, bei den meisten Wählern eine sehr emotionale Entscheidung, einfach aus Frust mit den bisherigen, aus Frust mit dem oder aus Angst vor der Zukunft und aus Frust mit dem eigenen Leben, dann so eine Wahlentscheidung zu treffen. Es gibt bestimmt auch Leute, die aus Frust die SPD wählen oder so. Das will ich jetzt gar nicht an diesen Protestparteien festmachen. Aber auch das ist, finde ich, legitim. Das ist irgendwie, wenn man das sieht als wichtigen Faktor für die Wahlentscheidung, dann kann man das machen. Ich glaube aber, dass man, dass jeder Einzelne aus all diesen Gründen auswählen muss, was ist mir denn wichtig, welcher Faktor ist mir denn am wichtigsten. Ich tue mich immer schwer damit. Also wie gesagt, ich habe schon irgendwie strategische Faktoren in meine Wahlentscheidung einfließen zu lassen. Das finde ich sehr schade. Denn wenn ich mich allein von der politischen Aussage der Wahlprogramme oder der Parteiprogramme leiten lassen würde, würde ich ganz anders wählen. Vielleicht würde ich sowas wählen, die Partei der Humanisten. Das ist irgendwie eine recht junge Partei. Die haben eine ganz tolle Parteisatzung, ein Grundsatzprogramm und auch ein tolles Wahlprogramm. Da steht sowas wie Säkularisierung und Vernunft und wissenschaftsbasierte Entscheidungen und sehr, sehr sozial und sehr liberal geprägt. Und zwar, also es gibt ja zwei verschiedene Arten von liberal. Einmal gibt es das Liberal, das die Freiheit des Einzelnen, die Menschenrechte in den Mittelpunkt stellt und den Menschen an sich befreien will. Das ist so dieses Sozialliberale, was irgendwie in der Vergangenheit auch oft vorgekommen ist. Und dann gibt es noch dieses Neoliberale, was vor allem die Freiheit des Marktes und die Freiheit, andere Leute auszubeuten, in den Vordergrund stellt. Bei der FDP bin ich mir oft nicht ganz sicher, welche Art von Liberal bei denen so im Mittelpunkt steht in ihrer Politik. Als sie da noch an der Regierung waren, in der letzten schwarz-gelben Regierung, war es eher so dieses neoliberale Freiheit für reiche Menschen, die ärmeren Menschen noch besser auszubeuten. Was ja auch eine Art von Freiheit ist, aber es ist nicht gerade die Freiheit, die ich mag. Und das ist auch nicht die Freiheit, die die Partei der Humanisten irgendwie vertritt. Womit ich auch nicht sagen will, dass die FDP allein irgendwie so eine Partei ist, sondern da gibt es natürlich auch viele Leute in der FDP, die die andere Freiheit, also die Freiheit des Menschen irgendwie frei von Fesseln, frei von Unterdrückung zu sein irgendwie repräsentieren oder befürworten. Allerdings werde ich die Partei der Humanisten nicht wählen, weil ich davon ausgehe, dass sie nicht in den Bundestag einziehen. Und für mich ist eine andere strategische Entscheidung im Moment am wichtigsten. Denn nicht nur
die verschiedenen Gründe untereinander abzuwägen, sollte einfließen in die Wahlentscheidung, sondern man sollte sich auch sehr bewusst sein, was denn dann passiert. Denn natürlich hat jeder Mensch verschiedene Gründe, eine Wahlentscheidung zu treffen. Aber einer dieser Gründe sollte meiner Meinung nach immer sein, Vorausschau, was passiert dann? Also die große Was-passiert-dann-Maschine anzuwerfen. Und das ist für mich auch strategisch, denn ich muss davon ausgehen, anhand der Umfrageergebnisse, dass die AfD im nächsten Bundestag vertreten sein wird. Damit muss ich leben, weil die AfD eine deutsche Partei ist. Sie entspricht den Parteigesetzen und sie ist zugelassen worden von der Bundeswahlbehörde, wer auch immer da diese Zulassung macht. Und das bedeutet, wenn eine Partei zugelassen ist zur Wahl, dass sie da irgendwie anscheinend schon mal alles richtig gemacht hat und sie ist auch nicht verboten. Das heißt, sie ist nicht offensichtlich antidemokratisch, auch wenn durchaus in ihrem Partei- und auch im Wahlprogramm Dinge drinstehen, die viele Menschen für nicht verfassungskonform halten. Aber das ist anscheinend kein Grund, eine Partei von der Wahl auszuschließen. Das muss man erstmal ertragen, dass es so ist. Und auch, dass sie gewählt wird. Sie ist ja schon oft gewählt worden in die Landtage bei den Landtagswahlen in verschiedenen Bundesländern. Und Menschen treffen ihre Wahlentscheidungen frei und geheim und das ist ihr demokratisches Recht, das so zu tun. Und damit muss man dann erstmal leben, auch wenn es schwierig ist. Ich bin darüber nicht glücklich. Ich bin darüber sogar sehr unglücklich, dass die AfD gewählt wird. Sie wird auch bei der Bundestagswahl gewählt werden. Das macht mich unglücklich, weil die Partei, weil die Politik, die diese Partei vertritt, eine für mich sehr unangenehme ist. Sie ist, obwohl sie mich persönlich gar nicht, mir persönlich bereitet sie keine Nachteile, aber sie bereitet große Nachteile für die Gesellschaft, in der ich eigentlich gerne leben möchte. Also zum Beispiel, was die Familienpolitik betrifft. Nun habe ich eine Frau geheiratet und nicht einen Mann. Nun habe ich Kinder und deswegen fahre ich eigentlich genau in das Spektrum, was halt von der AfD gefördert werden soll. Eine reine deutsche Familie. Aber ich finde, dass andere Lebensansätze, nämlich irgendwie allein zu leben oder irgendwie eine homosexuelle Partnerschaft oder auch Ehe einzugehen und dann vielleicht irgendwie Kinder zu adoptieren, weil man es ja nicht kann. Das ist ja interessanterweise auch die Spitzenkandidatin, die von der AfD auch so für sich wählt. Aber das ist nicht das, was die Partei politisch unterstützen möchte, sondern das möchte sie eigentlich eher unterdrücken. Auch die vierte Gewalt, die Pressefreiheit, will diese Partei einschränken. Und das ist stark demokratiegefährdend in meinen Augen. Überhaupt finde ich das halt äußerst gefährlich, wenn Parteien vor allem auf Kosten von Minderheiten, indem sie Angst schürt vor Minderheiten und Wut schürt auf Minderheiten, Politik macht und aufgrund dessen gewählt werden soll. Denn ich denke, Angst und Wut ist nicht das, was uns leiten sollte, sondern Mut und Zuversicht. Und natürlich schreibt die AfD auch Mut irgendwie auf ihre Wahlplakate drauf und alles Mögliche, aber letztendlich ist es Angst vor Ausländern und Hass gegen Ausländer und Ausweisung von Ausländern, womit sie Politik machen, Angst vor anderem, Angst vor Anderslebenden und eben Ausgrenzung von anderem. Und das macht mir halt Angst und ich möchte diese Politik eigentlich nicht im Bundestag haben. Jetzt müssen wir aber damit leben, dass das kommt. Führt für mich aber zu der strategischen Entscheidung, ich möchte diese Partei bitte so klein und leise im Bundestag haben, wie es denn nur irgendwie geht. Und deswegen
jetzt komme ich wieder zurück, werde ich keine Partei wählen, von der ich ausgehen muss, dass sie nicht im Bundestag ist. Denn nur wenn ich meine Stimme einer Partei gebe, die auch die 5%-Hürde schafft, wird dadurch der Anteil der Sitze, die die AfD im Bundestag erhält, auch verringert. Wenn ich eine Partei wähle, die nicht im Bundestag vertreten ist, wird zwar ihr Prozentanteil verringert, aber nicht die Anzahl der Sitze, die sie erreicht. Natürlich könnte man versuchen, die AfD unter die 5%-Hürde zu drücken, indem möglichst viele Leute überhaupt wählen gehen. Das ist theoretisch auch möglich. Ich habe das aber mal durchgerechnet, wenn sie tatsächlich bei einer Wahlbeteiligung von 70%, was recht typisch ist für Bundestagswahlen, bei irgendwie 8% landen würden. Was dann passieren würde, wenn die anderen 30% auch gültige Stimmen abgeben würden, das würde leider halt dazu führen, dass die AfD dann immer noch nicht unter 5% kommt. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass diese stark emotionalen und durchaus auch extremen Wähler, die dann die AfD wählen, wenn die alle hingehen, also das Potenzial, das sie jetzt hat, dann auch tatsächlich ausschöpft, dann gibt es einfach gar keine Chance mehr, sie aus dem Bundestag rauszuhalten. Und wir müssen uns irgendwie damit abfinden, dass sie dann im nächsten Bundestag drin sitzen müssen. Man müsste probieren, die Wähler, die jetzt sich eigentlich schon entschieden haben, die AfD zu wählen, dazu umzustimmen, die eben nicht zu wählen. Da weiß ich aber nicht, wie das möglich sein soll, denn diese emotionalen Gründe, die sie für ihre Wahl haben, die sind ganz schwer zu widerlegen. Also mit Verstand oder mit Vernunft kommt man da eben nicht großartig weiter. Mit Angriffen auch nicht. Also wenn man ihnen sagt, du bist scheiße, wenn du AfD wählst, dann wählen sie erst recht AfD. Denn damit bestärkt man so eine emotionale Wahlentscheidung ja nur. Ich glaube übrigens, dass es emotionale Gründe sind, die AfD zu wählen, weil ich glaube, dass die meisten Leute, die die AfD wählen wollen, von der Politik der AfD gar nicht profitieren würden. Es sind nämlich nur sehr, sehr wenige Menschen, die von der Politik der AfD profitieren würden. Sehr, sehr reiche Menschen oder überdurchschnittlich reiche Menschen, die auch nicht darauf angewiesen sind, dass Diversität und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer davon profitieren würde. Aber also ärmere Menschen würden auf jeden Fall benachteiligt werden, weil auch die AfD in ihrem Wahlprogramm ja eher Steuersenkungen für die Reichen verspricht, durchaus auch Steuersenkungen für Familien, aber insgesamt gesehen glaube ich eher, dass die armen Leute darunter leiden werden. Ne? Also Hartz-IV-Empfänger werden auf jeden Fall darunter leiden und ich glaube, also untere und mittlere Einkommen, die werden halt auch eher benachteiligt werden und eher reiche Menschen werden davon profitieren. So, das heißt, rein rational können die eigentlich gar nicht, also so viele Wähler bekommen, also da können gar nicht so viele Vernunftwähler drunter sein. Das heißt, es sind emotionale Wähler und da kann man halt, ich wüsste nicht, wie ich die davon abhalten sollte. Und dann ist es eben auch so. Und ich glaube ja auch, dass es legitime Gründe sind, aus Angst irgendwas zu wählen. Es sind halt nur vielleicht keine guten Gründe. Also ich finde sie nicht gut. Aber das muss ja jeder für sich selber entscheiden, was dann gute Gründe sind. Für mich sind strategische Gründe wichtig. Und irgendwie, weil es halt die einzige Möglichkeit ist, die AfD klein zu halten, indem man dann auch eine Partei wählt, die dann auch reinkommt in den Bundestag, fallen für mich halt viele Optionen, die von der politischen Aussage her vielleicht treffender wären, dann doch weg. Also die Partei werde ich nicht wählen, obwohl ich das eigentlich gut finde, was sie machen. Auch wenn das irgendwie fraglich ist, was sie denn dann tatsächlich machen würden, wenn sie da drin sind. Aber ich mag halt die Art und Weise, wie sie agieren und was sie aufdecken, also diesen Spiegel vorhalten und einfach mal die Sachen beim Namen nennen und irgendwie auf die Schippe nehmen, finde ich sehr gut. Was sie tatsächlich dann inhaltlich umsetzen würden, wenn sie denn in den Bundestag kämen, ist dann ja schon wieder eine ganz andere Frage. Das heißt, es ist auch ein sehr riskantes Spiel, die Partei zu wählen.
wie gesagt, Partei der Humanisten oder Piraten oder das ganze breite Spektrum an progressiven, fortschrittlichen Parteien fällt leider weg. Ich habe ja, stimmt, und das ist übrigens schon die eine Erkenntnis, die ich irgendwie hatte. Ich habe in der Vergangenheit oft dazu aufgerufen, überhaupt wählen zu gehen. Bitte geht alle wählen, weil wählen gehen wichtig ist. Auch in der Hoffnung, dass weil ich dachte, die extremen Parteien profitieren überproportional von Nichtwählern. Ja, das gilt halt wirklich nur, wenn es darum geht, eine Partei unter die 5% Hürde zu bekommen. In allen anderen Fällen ist es halt dann, also spielt es keine Rolle, ob man eine Kleinpartei wählt, die 5% Hürde auf gar keinen Fall schafft, oder ob man ungültig wählt oder ob man nicht wählt. Das hat dann einfach keinen Einfluss auf die Sitzverteilung. Das hatte ich vorher nicht verstanden, ehrlich gesagt. Das musste ich mir selber nochmal durchrechnen. Irgendwie war ich davon überzeugt, dass von Nichtwählern eher die kleinen Parteien profitieren. Wovon ich glaube, dass es allerdings stimmt, ist, dass die extremen Parteien von Nichtwählern profitieren, weil extreme Parteien eine größere Loyalität haben. Die Volksparteien und auch die großen kleinen Parteien, also die Grünen und die FDP und die Linke vielleicht, ja, doch größtenteils auch die Linke, diese fünf Parteien, CDU, SPD, Grüne, Linke, FDP, diese fünf halte ich für nicht extrem, und deswegen sind ihre Wähler auch eher dazu geneigt, dann mal entweder was anderes zu wählen oder auch nicht zu wählen. Eine extreme Partei aber, und die AfD zähle ich dazu, weil sie eben extreme Positionen vertritt und eben auch stark populistisch agiert und dann mit den Gefühlen der Menschen spielt, die haben, glaube ich, eine sehr loyale Wählerschaft. Das heißt, wenn ich AfD-Wähler bin oder wenn ich Extremwähler bin, das gilt natürlich noch viel mehr für die noch extremeren Parteien wie die NPD oder MLPD, um auch mal was aus dem linken extremen Spektrum zu nennen, die wählen auf jeden Fall diese Partei. Das sind keine wankelmütigen Wähler. Es gibt, glaube ich, ganz viele CDU-Wähler, die dann durchaus traditionell immer CDU wählen und da auch loyal sind. Aber es gibt, glaube ich, auch viele CDU-Wähler, die dann vielleicht auch mal nicht hingehen, weil, ach ja, war Wahl, na gut, dann bin ich halt nicht hingegangen. Und auch bei den Grünen und bei der SPD gibt es, glaube ich, viele Wähler, denen das nicht so wichtig ist, dass ihre Partei gewinnt oder eine hohe Prozentzahl erreicht, wie es den AfD-Wählern wichtig ist, dass ihre Partei stark drin ist. Denn für sie ist das ein Machtbeweis auch. Und tatsächlich haben diese Menschen die Macht. Das muss man leider anerkennen. Ich muss es nicht gut finden. Aber ich muss es zumindest, wenn ich Demokrat bin, muss ich es anerkennen. Ich muss es, wenn ich Demokrat bin, sogar eigentlich schlecht finden, weil ich annehme, also ich muss es nicht gut finden, sondern ich muss es sogar schlecht finden. Ich muss es zwar akzeptieren, aber nicht gut finden, sondern schlecht finden, weil ich die AfD für Demokratie feindlich halte. Und auch verfassungsfeindlich. Ich finde unsere Verfassung sehr, sehr gut und sie sollte erhalten bleiben. Da stehen nämlich Menschenrechte drin, da steht sowas wie Asylrecht drin, da stehen ganz viele Sachen drin, die uns ein gutes und friedliches Zusammenleben ermöglichen. Und auf diese Verfassung, die stark auf den Menschenrechten basiert, sollten wir stolz sein als Deutsche. Das ist etwas, wo wir stolz drauf sein können, dass wir das haben, und sehr froh sein, dass wir das haben. Und wir sollten da nicht, wir sollten nicht riskieren, dass die Menschenrechte in Deutschland eingeschränkt werden oder dass die Demokratie in Deutschland leidet. Ja. Genau, und aufgrund dieser Tatsache, dass halt die Extremwähler loyaler sind und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zur Wahl gehen und die Volksparteiwähler und die Nicht-Extremwähler vielleicht tendenziell eher weniger loyal sind, aufgrund dieser Annahme
glaube ich, dass Nichtwähler eher die extremen Parteien stärken. Weil die Nichtwähler potenziell eher gemäßigt Volkspartei wählen, habe ich immer geglaubt. Jetzt habe ich gestern mal nachgeguckt, wie eigentlich das Wahlergebnis 1933 zustande gekommen ist, als die NSDAP, die Nationalsozialisten, also Hitlers Partei, das erste Mal die stärkste Partei geworden ist. Und leider musste ich da lernen, dass es dort eine besonders große Wahlbeteiligung von über 80% gab. Und dass die NSDAP davon überproportional profitiert hat. Das heißt, vielleicht sollte man sich überlegen, ob man die Nichtwähler alle dazu auffordert, wählen zu gehen. Denn wenn es auch unter Nichtwählern ein großes Aggressions- und Emotionspotenzial gibt, die dann eben, na gut, wenn du unbedingt willst, dass ich wählen gehe, dann gehe ich eben hin und wähle AfD, dann verfolgt es eben genau nicht meine Ziele. Naja, deswegen sage ich, ja, für mich ist es ein wichtiger Faktor der Wahlentscheidung, dass die AfD im Bundestag möglichst klein gehalten wird und dass die demokratischen Kräfte möglichst stark gehalten werden. Und deswegen gehe ich wählen und deswegen wähle ich eine demokratische Partei. Welche werde ich euch nicht erzählen? Und tatsächlich habe ich mich bei meiner Zweitstimme immer noch nicht so ganz entschieden. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, zwischen welchen drei Parteien ich da noch schwanke. Aber ich weiß es noch nicht. Also das ist mir noch nicht ganz klar. Auch bei meiner Erststimme habe ich mich noch nicht so ganz entschieden. Ich hab ja bei der letzten Bundestagswahl 2013 habe ich die beiden Kandidaten, zwischen denen ich geschwankt habe, das war die Svenja Stadler von der SPD und der Kandidat, dessen Namen ich vergessen habe, von den Piraten, gefragt. Also ich habe denen zwei Fragen gestellt, um zwei Aspekte, die mir wichtig sind, bei Politikern abzuchecken. Nämlich einerseits habe ich sie gefragt, wie sie denn gegenüber Homöopathie stehen, ob das denn stärker gefördert werden soll. Damit wollte ich rausfinden, wie stark sie ihre politische Macht aufgrund von Vernunft und wissenschaftlichen Fakten gegenüber Emotionen und persönlicher Überzeugung abwägen. Und die Antwort, ja, ich finde Homöopathie persönlich total toll und ich finde, dass das besser gefördert wird, sagt halt im Prinzip die wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass Homöopathie nachweislich nicht wirksam ist, sondern dass es eher eine persönliche Entscheidung ist, die ja jeder gerne selber für sich treffen darf. Ich möchte gar nicht sagen, dass dass Homöopathie verboten werden sollte. Natürlich darf jeder gerne sein Geld für Zucker ausgeben. Und dass auch Ärzte, die homöopathisch arbeiten, da darf man ja gerne hingehen. Und ich glaube auch, dass es einigen Menschen hilft, dass sie überhaupt mal mit jemandem sprechen können. Aber dass diese Medikamente keinerlei Wirkung haben, sogar schlechtere Testergebnisse erzielen als, wie heißt Medikamente, die eigentlich keine Wirkstoffe enthalten? Da stehe ich gerade auf dem Schlauch, wie... Also wenn man einen Blindtest macht mit Tabletten und in der einen Tablette ist der Wirkstoff enthalten, in der anderen Tablette ist einfach nichts enthalten, dann heißt er Placebo, genau. Also Homöopathie hat ja in allen wissenschaftlichen Studien zum Thema noch schlechter abgeschnitten als Placebos, was erstaunlich ist. Der Erfolg von Homöopathie basiert ja immer auf persönlicher Überzeugung und Einzelnachweisen. Also meiner Tante hat es geholfen und meinem Hund hat es geholfen, also ist es wirksam. Das ist aber kein wissenschaftliches Vorgehen, sondern das ist halt anekdotisches Einzelerlebnis. Davon kann man sich persönlich leiten lassen, damit habe ich gar kein Problem. Aber ich finde, dass politische Entscheidungen nicht aufgrund von persönlicher Überzeugung stattfinden sollte, sondern dass es auf Vernunft und anhand von wissenschaftlichen Erkenntnissen passieren sollte. Und das ist quasi so dieser eine Check gewesen. Und da hatte mich damals der
Kandidat von den Piraten, davon überzeugt, dass er sich eher von Vernunft leiten lässt als die SPD-Kandidatin. Und deswegen habe ich ihn gewählt. Jetzt ist er diesmal leider nicht zur Wahl angetreten. Stattdessen gibt es eine neue Direktkandidatin von den Grünen. Da habe ich auch diese Frage gestellt. Und ja, leider findet sie Homöopathie auch ganz toll und will das stärker fördern. Und das finde ich halt schade eigentlich, denn so sehr ich dafür bin, dass jeder mit seinem Geld, ne, also da bin ich sehr freiheitlich geprägt, also man soll durchaus gerne homöopathische Globuli kaufen dürfen. Und da beziehe ich mich tatsächlich in dieser Frage nur auf Globuli, also auf diese Zuckerkügelchen, wo irgendwie in hoher Verdünnung irgendwas drin sein soll, Spurenelemente von, und je stärker das verdünnt ist, desto wirksamer ist es. Das ist halt wissenschaftlich nachweislich nicht wirksam. Wenn es um Homöopathie geht, im Sinne von Phytowirkstoffen, also pflanzliche Sachen, wo halt irgendwie einfach pflanzliche Wirkstoffe als homöopathisch verkauft werden, dann, also wenn Wirkstoffe drin sind, natürlich sind auch pflanzliche Wirkstoffe Wirkstoffe, und dann ist das schon wieder was ganz anderes. Das finde ich halt, Vernunft ist wichtiger als die eigentliche Emotion. Davon sollte man sich in politischen Entscheidungen treiben lassen. Und die andere Frage, die ich gestellt habe, ist eine Frage bezüglich der Loyalität gegenüber Fraktion und Koalition. Gab es halt von der SPD-Kandidatin damals noch nicht auf Abgeordnetenwatch, sondern irgendwie noch direkt per Facebook die Antwort, dass sie durchaus sich dem Koalitionszwang unterlegen würde, weil es eben wichtig ist, Kompromisse einzugehen. Das fand ich total gut, dass sie so eine ehrliche Antwort gegeben hat und quasi schon zugegeben hat, dass sie gegen ihre eigene Überzeugung im Bundestag abstimmen wird, um eben die Koalition aufrechtzuerhalten. Ist ja vielleicht sogar sinnvoll, aber ich finde es halt schade. Ich finde es halt besser, wenn man als Abgeordneter eben auch mal aus dem Koalitionszwang, der halt im Gesetz nirgendwo festgeschrieben ist, der aber vielleicht durchaus zur Aufrechterhaltung einer Regierung und zur Stabilität beiträgt, einmal abweicht. Hat sie sich auch dran gehalten. Also wenn man sich mal ihr Abstimmungsverhalten anguckt in der Legislaturperiode, hat sie sich ihrer Aussage von vor der Wahl auch verpflichtet gefühlt. Genau, das war so die zweite Frage. Leider gab es von der grünen Kandidatin fast die gleichen Antworten. Wobei sie bei der zweiten Frage bezüglich Loyalität versus dem eigenen Gewissen verpflichtet zu sein, ein bisschen noch differenzierter war als die SPD-Kandidatin. Auch da weiß ich noch nicht, wen von beiden ich wähle. Vielleicht wird da meine strategische Entscheidung dann doch eher so sein, dass ich dann versuche, die SPD-Kandidatin zu stärken. Aber wenn es doch aber durch Stimmensplitting gar nicht mehr möglich ist, Überhangmandate zu erzeugen, die dann einen Vorteil gegenüber den anderen Parteien bringt, spielt da der strategische Gedanke vielleicht gar nicht so eine große Rolle. Ja, die andere Erkenntnis, die ich gehabt habe, jetzt im Vorfeld dieser Wahl, was mir vorher noch nicht so ganz klar war, ist, dass ich lange Zeit die Linken aus moralischen Gründen nicht wählen mochte, weil es ja doch eine Nachfolgeorganisation der SED ist, also der ehemaligen Diktaturpartei aus der DDR. Und natürlich hat die Partei seitdem eine große Wandlung durchgemacht, wurde erst in PDS umbenannt und hat sich dann zusammengeschlossen mit der WASG aus Westdeutschland zu der neuen Partei der Linken. Falls ihr noch das Quizduell macht zur Wahl, da gibt es eine Frage, welches denn die älteste von diesen vier genannten Parteien ist. Und das war für mich dann auch überraschend, dass die, jetzt verrate ich es, ne? So Spoiler Alert hier, falls ihr dann noch das Quiz machen wollt, gibt es hier irgendwie, habt jetzt einen Vorteil gegenüber mir, denn ich habe gesagt, die Linken sind von diesen vier Parteien die ältesten. Tatsächlich sind die Piraten aber schon älter als die Partei Die Linke. Mir war natürlich bewusst, dass es Die Linke noch nicht so lange gibt wie die SED, aber sei es drum, dass sie noch so neu sind, war mir gar nicht so klar.
Nun sind aber in den Linken natürlich noch viele ehemalige SED-Mitglieder und irgendwie war das für mich immer ein Grund, die nicht zu wählen, auch wenn viele ihrer politischen Aussagen mir sehr gut gefallen. Und auch im Wahl-O-Maten schneiden die immer eher oben gut ab. Also in ihren Wahlprogrammen stehen lauter Dinge, die anscheinend mit meiner politischen Überzeugung dann übereinstimmen. Und ich habe sie trotzdem nicht gewählt, weil dieses kulturelle Erbe der SED, die ja den Schießbefehl hatte und die irgendwie eine Diktaturpartei war, das ist mir immer gegen den Strich gegangen. So, die alten SED-Kader. So, und jetzt ist mir aber jetzt klar geworden, dass die Wende, also das, der Niedergang der SED, das ist jetzt 30 Jahre her. Also fast 30 Jahre ist das her. Das heißt auch, dass die alten SED-Kader, die damals alte SED-Kader waren, die sind jetzt alle tot. Die gibt es schon gar nicht mehr. Und die Leute, die jetzt alt in der SED sind, die waren damals zur Zeit der Wende, als die Mauer gefallen ist, waren die jünger, als ich es jetzt bin. Also es waren damals junge Menschen, die vielleicht damals in der SED tätig waren und jetzt alt bei den Linken sind. Und das kann einfach kein Grund mehr sein. Also da noch von dem kulturellen Erbe der alten SED-Kader zu reden, ich weiß nicht, was da in meinem Kopf noch bei der letzten Wahl war, das so, dass ich die Linken nicht gewählt habe. Aus genau diesem Grund, aus einem moralischen Grund. Und das gilt jetzt einfach nicht mehr. Also für mich ist das jetzt kein moralischer Grund mehr, die Linken nicht zu wählen. Für viele andere war das schon lange kein Grund mehr. Ich habe da ein bisschen länger gebraucht, um das zu verstehen. Das heißt nicht, dass ich die Linken jetzt unbedingt wählen werde. Das heißt nur, dass dieser eine Faktor, weswegen ich sie bisher nicht gewählt habe, weggefallen ist und sie dadurch für mich prinzipiell wählbar geworden sind. Und wie gesagt, was sie politisch sagen, spricht mich sehr an. Was mich besonders anspricht bei den Linken ist übrigens, dass die digitale Agenda, die sie sich aufgeschrieben haben, findet ihr unter digitallinks.de. Eine Initiative, die vor allem von den ehemaligen Piraten, die hier rübergewechselt sind zur Partei Die Linke, geprägt ist. Und da stehen sehr, sehr viele sehr schlaue und gute Sachen drin. Ist vor allem ein sehr zukunftsgewandter und positiver Blick nach vorn, der da drin steht. Das spricht mich sehr an. Ja. Aber wie gesagt, da ist meine Entscheidung noch nicht gefallen. Und wahrscheinlich werde ich das erst in der Wahlkabine selbst dann diese Wahlentscheidung treffen. Ich finde es auch einen schönen Moment, wenn man dann in der Wahlkabine sitzt. Ich mache auch genau aus dem Grund keine Briefwahl. Ich habe schon mal Briefwahl gemacht, aber viel lieber gehe ich in die Wahl, ins Wahllokal, setze mich da in die Kabine. Ich freue mich auch immer, da die Leute zu sehen, die da ihren Job machen und da die Wahlzettel austeilen. Und dann setze ich mich da hin, falte meinen Zettel auf und denke halt nochmal kurz nach, wen will ich jetzt wirklich wählen? Und dann fällt die Entscheidung. Die Faktoren sind mir alle bewusst, die damit reinspielen. Und die verschiedenen Szenarien, die entstehen können, die sind mir auch bewusst. Ja, nun ist es ja so, dass in den Wahlumfragen die CDU quasi uneinholbar vorne zu liegen scheint. Und die Umfragen ergeben, dass es am wahrscheinlichsten ist, dass es wieder eine große Koalition geben wird. Wobei die Frage ist, wie groß diese Koalition dann noch ist, wenn die SPD eher wenig Prozente bekommt. Und ja, wer weiß dann auch überhaupt, ob die SPD noch die zweitmeisten Stimmen bekommt. Vielleicht ist es auch eine andere Partei. Nicht, dass ich mir das wünsche, aber möglich ist das schon. Und dann noch von einer großen Koalition zu sprechen, ist ja dann eher Quatsch. Oder vielleicht, also ziemlich sicher zieht die FDP ja wieder in den Bundestag ein. Und da weiß ich noch gar nicht so genau, wie ich das finden soll. Aber es verschiebt natürlich wieder die Optionen. Vielleicht reicht es dann wieder für Schwarz-Gelb. Dann wird die CDU sicherlich diese Option ziehen, wenn sie es denn können. Wenn es denn überhaupt dafür reicht. Es kommt ein bisschen darauf an, wie viele Prozente die CDU und die FDP bekommen. Ja, es ist jetzt beides nicht das progressive
fortschrittsgewandteste irgendwie Ergebnis, das ich mir persönlich wünschen würde. Aber nun ist es nun mal so eine Demokratie, dass es nicht nach den Wünschen Einzelner geht, sondern wir stimmen alle gemeinsam ab. Finde ich einen schönen Akt und ich freue mich auf Sonntag. Ich mag Wahlen, auch wenn es aufreibend ist und auch wenn man sich über das Ergebnis möglicherweise ärgert, wenn es zu Frustrationen kommt und auch wenn mich die Berichterstattung nervt und die Wahlplakate nerven mich auch. Trotzdem freue ich mich drauf, weil es irgendwie ein großer Akt ist. Das hat viel Bedeutung und viel Auswirkungen auf die nächsten 4 Jahre, wie es denn weitergeht. Es hat auch, glaube ich, noch Auswirkungen darüber hinaus, denn da werden Weichen gestellt, da werden sich Dinge stark verändern. Wir haben jetzt die letzten 4 Jahre nur 4 Parteien im Parlament gehabt, eine große Koalition und eine ganz kleine Opposition. Und das hat die letzten 4 Jahre geprägt und da wird jetzt definitiv eine Veränderung kommen. Mit womöglich ziemlich sicher 6 Parteien im Parlament und einer ganz anderen Opposition. Ja. Das wird wegweisend. Daher mein Aufruf an euch, entscheidet euch bewusst, ob ihr wählen geht und wenn ja, wählen ihr wählt. Macht euch bewusst, was eure Faktoren sind, die euch zu dieser Wahlentscheidung führen. Warum geht ihr wählen? Warum geht ihr nicht wählen? Was gibt es noch für Gründe, die ihr noch berücksichtigen könntet? Und sind diese Gründe besser oder schlechter als die, die ihr schon habt? Und malt euch aus, was aufgrund eurer Wahlentscheidung möglicherweise passieren könnte oder nicht. Und zieht das mit ein in eure Entscheidung. Letztendlich seid ihr es persönlich, die mit eurer eigenen Entscheidung leben müsst. Niemand anders. Und die Gesellschaft wird damit leben müssen, was jeder einzelne von uns wählt. Ja. Wir alle gemeinsam tragen das dann. So viel zur Wahl. Jetzt habe ich ganz schön lange davon gesprochen. Ne? Naja. War zu erwarten. Ich mache mir darüber viele Gedanken und mir ist es auch wichtig, da viel drüber nachzudenken. Deswegen freue ich mich, wenn ihr mir zugehört habt zu diesen Themen und gönne euch jetzt noch wieder ein bisschen Entspannung. Ich lese euch den Rilke der Woche vor. Unsere Träume sind Marmorhermen, die wir in unsere Tempel stellen und sie mit unseren Kränzen erhellen und sie mit unseren Wünschen erwärmen. Unsere Worte sind goldene Büsten, die wir in unsere Tage tragen. Die lebendigen Götter ragen in der Kühle anderer Küsten. Wir sind immer in einem ermatten, ob wir rüstig sind oder ruhen, aber wir haben strahlende Schatten, welche die ewigen Gesten tun. Ja. Und weil ich finde, dass Vernunft, pure Vernunft darf niemals siegen, sang einst Tokotronic, aber Vernunft sollte ein großer Faktor bei Wahlentscheidungen sein. Deswegen lese ich euch aus Immanuel Kant, der Kritik der reinen Vernunft, vor zum Einschlafen. Wir sind auf Seite B587 angelangt. Ein großer neuer Abschluss an. Viertens, die Auflösung der kosmologischen Idee von der Totalität, der Abhängigkeit der Erscheinungen ihrem Dasein nach überhaupt. Klingt aufregend, ne? Immer noch in der transzendentalen Dialektik. Augen zu und zugehört. In der vorigen Nummer betrachteten wir die Veränderung der Sinnenwelt in ihrer dynamischen Reihe, da eine jede unter einer anderen als ihrer Ursache steht. Jetzt dient uns diese Reihe der Zustände nur zur Leitung, um zu einem Dasein zu gelangen, das die höchste Bedingung alles Veränderlichen sein könne, nämlich dem notwendigen Wesen.
Es ist hier nicht um die unbedingte Kausalität, sondern die unbedingte Existenz der Substanz selbst zu tun. Also ist die Reihe, welche wir vor uns haben, eigentlich nur die von Begriffen und nicht von Anschauungen, insofern die eine die Bedingung der anderen ist. Man sieht aber leicht, dass da alles in dem Inbegriffe der Erscheinung veränderlich, mithin im Dasein bedingt ist, es überall in der Reihe des abhängigen Daseins kein unbedingtes Glied geben könne, dessen Existenz schlechthin notwendig wäre. Und das also, wenn Erscheinungen Dinge an sich selbst wären, eben darum aber ihre Bedingung mit dem Bedingten jederzeit zu einer und derselben Reihe der Anschauung gehörete, ein notwendiges Wesen als Bedingung des Daseins der Erscheinung der Sinnenwelt niemals stattfinden könnte. Es hat aber der dynamische Regressus dieses Eigentümliche und Unterscheidende von dem Mathematischen an sich, dass da dieser es eigentlich nur mit der Zusammensetzung der Teile zu einem Ganzen oder der Zerfällung eines Ganzen in seine Teile zu tun hat, die Bedingungen dieser Reihe immer als Teile derselben mithin als gleichartig, folglich als Erscheinungen angesehen werden müssen, anstatt dass in jenem Regressus, da es nicht um die Möglichkeit eines unbedingten Ganzen ausgegebenen Teilen oder eines unbedingten Teils zu einem gegebenen Ganzen, sondern um die Ableitung eines Zustandes von seiner Ursache oder des zufälligen Daseins der Substanz selbst von der notwendig mit dem Bedingten eine empirische Reihe ausmachen dürfe. Also bleibt uns bei der uns liegenden scheinbaren Antinomie noch ein Ausweg offen, da nämlich alle beide einander widerstreitende Sätze in verschiedene Beziehung zugleich wahr sein können, so dass alle Dinge der Sinnenwelt durchaus zufällig sind, mithin auch immer nur empirisch bedingte Existenz haben, gleichwohl von der ganzen Reihe auch eine nicht empirische Bedingung, das heißt ein unbedingt notwendiges Wesen stattfinde. Denn dieses würde als intelligible Bedingung gar nicht zur Reihe als ein Glied derselben, nicht einmal als das oberste Glied gehören und auch kein Glied der Reihe empirisch unbedingt machen, sondern die ganze Sinnwelt in ihrem durch alle Glieder gehenden empirisch bedingten Dasein lassen. Daran würde sich also diese Art, ein unbedingtes Dasein den Erscheinungen zum Grunde zu legen, von der empirisch unbedingten Kausalität der Freiheit im vorigen Artikel unterscheiden, dass bei der Freiheit das Ding selbst als Ursache, Substantia, Phänomenon dennoch in die Reihe der Bedingungen gehörete und nur seine Kausalität als intelligibel gedacht würde, hier aber das notwendige Wesen ganz außer der Reihe der Sinnenwelt als ens extra mundanum und bloß intelligibel gedacht werden müsste, wodurch allein es verhütet werden kann, dass es nicht selbst dem Gesetz der Zufälligkeit und Abhängigkeit aller Erscheinungen unterworfen werde. Das regulative Prinzip der Vernunft ist also in Anschauung dieser unserer Aufgabe, dass alles in der Sinnenwelt empirisch bedingte Existenz habe und dass es überall in ihr in Ansehung keiner Eigenschaft eine unbedingte Notwendigkeit gebe, dass kein Glied der Reihe von Bedingungen sei, davon man nicht immer die empirische Bedingung in einer möglichen Erfahrung erwarten und, soweit man kann, suchen müsse und nichts uns berechtige, irgendein Dasein von einer Bedingung außerhalb der empirischen Reihe abzuleiten oder auch es als in der Reihe selbst für schlechterdings unabhängig und selbstständig zu halten, gleichwohl aber dadurch gar nicht in Abrede zu ziehen, dass nicht die ganze Reihe in irgendeinem intelligiblen Wesen, welches darum von aller empirischen Bedingung frei ist und vielmehr den Grund der Möglichkeit aller dieser Erscheinungen enthält, gegründet sein könne. Ja. Jetzt sind es noch zwei Seiten, bis ich dieses Kapitel abgeschlossen habe. Die lese ich jetzt einfach noch. Ich wollte jetzt eigentlich gerade Schluss machen, weil ich merke, dass die Stimme nachlässt, aber das schaffe ich jetzt auch noch. Schönerer Abschluss da. Es ist aber hierbei gar nicht die Meinung, das unbedingt notwendige Dasein eines Wesens zu beweisen oder auch nur die Möglichkeit einer bloß intelligiblen Bedingung der Existenz der Erscheinungen der Sinnenwelt hierauf zu gründen, sondern nur ebenso, wie wir die Vernunft einschränken, dass sie
nicht den Faden der empirischen Bedingungen verlasse und sich in transzendente und keiner Darstellung in konkreto fähige Erklärungsgründe verlaufe, also auch andererseits das Gesetz des bloß empirischen Verstandesgebrauchs dahin einzuschränken, dass es nicht über die Möglichkeit der Dinge überhaupt entscheide und das Intelligible, ob es gleich von uns zur Erklärung der Erscheinungen nicht zu gebrauchen ist, darum nicht für unmöglich erkläre. Es wird also dadurch nur gezeigt, dass die durchgängige Zufälligkeit aller Naturdinge und aller ihrer empirischen Bedingungen ganz wohl mit der willkürlichen Voraussetzung einer notwendigen, ob zwar bloß intelligiblen Bedingung zusammen bestehen könne, also kein wahrer Widerspruch zwischen diesen Behauptungen anzutreffen sei, mithin sie beiderseits wahr sein können. Es mag immer ein solches schlechthin notwendiges Verstandeswesen an sich unmöglich sein, so kann dieses doch aus der allgemeinen Zufälligkeit und Abhängigkeit alles dessen, was zur Sinnenwelt gehört, im Gleichen aus dem Prinzip bei keinem einzigen Gliede derselben, sofern es zufällig ist, aufzuhören und sich auf eine Ursache außer der Welt zu berufen, keineswegs geschlossen werden. Die Vernunft geht ihren Gang im empirischen und ihren besonderen Gang im transzendentalen Gebrauche. Die Sinnenwelt enthält nichts als Erscheinungen, diese aber sind bloße Vorstellungen, die immer wiederum sinnlich bedingt sind, und da wir hier niemals Dinge an sich selbst zu unseren Gegenständen haben, so ist es nicht zu verwundern, dass wir niemals berechtigt seien, von einem Glied der empirischen Reihen, welches es auch sei, einen Sprung außer dem Zusammenhange der Sinnlichkeit zu tun, gleich als wenn es Dinge an sich selbst wären, die außer ihrem transzendentalen Grunde existierten und die man verlassen könnte, um die Ursache ihres Daseins außer ihnen zu suchen, welches bei zufälligen Dingen allerdings endlich geschehen müsste, aber nicht bei bloßen Vorstellungen von Dingen, deren Zufälligkeit selbst nur Phänomen ist, und auf keinen Regressus als denjenigen, der die Phänomena bestimmt, das heißt empirisch ist, führen kann. Sich aber einen intelligiblen Grund der Erscheinung, das heißt der Sinnenwelt, und denselben befreit von der Zufälligkeit des letzteren Denken, ist weder dem uneingeschränkten empirischen Regressus in der Reihe der Erscheinung noch der durchgängigen Zufälligkeit derselben entgegen. Das ist aber auch das Einzige, was wir zur Hebung der scheinbaren Antinomie zu leisten hatten und was sich nur auf diese Weise tun ließ. Denn ist die jedesmalige Bedingung zu jedem Bedingten, dem Dasein nachsinnlich und eben darum zur Reihe gehörig, so ist sie selbst wiederum bedingt, wie die Antithesis der vierten Antinomie es ausweiset. Es musste also entweder ein Widerstreit mit der Vernunft, die das Unbedingte fordert, bleiben, oder dieses außer der Reihe in dem Intelligiblen gesetzt werden, dessen Notwendigkeit keine empirische Bedingung erfordert, noch verstattet und also respektive auf Erscheinungen unbedingt notwendig ist. Der empirische Gebrauch der Vernunft in Ansehung der Bedingungen des Daseins in der Sinnenwelt wird durch die Einräumung eines bloß intelligiblen Wesens nicht affiziert, sondern geht nach dem Prinzip der durchgängigen Zufälligkeit von empirischen Bedingungen zu höheren, die immer ebenso wohl empirisch seien. Ebenso wenig schließt aber auch dieser regulative Grundsatz die Annehmung einer intelligiblen Ursache, die nicht in der Reihe ist, aus, wenn es um den reinen Gebrauch der Vernunft in Ansehung der Zwecke zu tun ist. Denn da bedeutet jene nur den für uns bloß transzendentalen und unbekannten Grund der Möglichkeit der sinnlichen Reihe überhaupt, dessen von allen Bedingungen der letzteren unabhängig und in Ansehung dieser unbedingt notwendiges Dasein der unbegrenzten Zufälligkeit der Ersteren und darum auch dem nirgend geendigten Regressus in der Reihe empirischer Bedingungen gar nicht entgegen ist. Nirgend geendigter Text von Immanuel Kant. Doch hier, das nächste ist die Schlussanmerkung zur ganzen Antinomie der reinen Vernunft. Ich bin schon ganz gespannt, was da wohl drin steht. Gut, jetzt ist mir gerade eben beim Vorlesen eingefallen, dass ich zwei Sachen noch loswerden wollte zur Wahl. Da müsst ihr jetzt nochmal eben durch. Was ich nämlich vergessen habe zu erwähnen. Es gibt viele, die argumentieren in ihrer Wahlentscheidung,
meistens zum Thema Nicht-Wählen, dass es ja gar keinen Unterschied macht, wen man da wählt von den Parteien. Sie eh alle das Gleiche machen. Ich glaube, dass es ein falscher Eindruck ist. Ich glaube, es gibt einen ganz grundlegenden Unterschied zwischen dem konservativen Spektrum und dem progressiven Spektrum. Ich will nicht rechts und links sagen, weil rechts und links da eigentlich, glaube ich, auch die falschen Ausdrücke sind. Aber es gibt politische Kräfte, die eher den Zustand erhalten wollen oder Fortschritt rückgängig machen wollen. Und es gibt politische Kräfte, die weiteren Fortschritt machen wollen, die in die Zukunft schauen und gestaltend tätig sein wollen und Veränderungen positiv sehen, in Veränderungen Chancen sehen. Die Konservativen sehen in Veränderungen eher Gefahr. Und zwischen diesen beiden Spektren kann man durchaus wählen. Und ich glaube, dass es einen Unterschied macht, welches dieser Spektren man wählt. Und ich glaube, dass die CDU eher dem konservativen Spektrum entspricht und die SPD eher dem progressiven Spektrum. Wobei es natürlich auch konservative Kräfte in der SPD gibt und progressive Kräfte in der CDU. Aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, eher eine solche Aufteilung. Und es macht einen Unterschied. Also lasst euch von dem Einheitsbrei, von dem immer gesprochen wird, nicht einlullen, sondern macht zum Beispiel mal den Wahl-O-Maten und guckt, wie unterschiedlich die Ergebnisse der unterschiedlichen Parteien sind. Natürlich kann man dann sagen, oh, das halten sie ja gar nicht alles ein, was sie in ihren Wahlprogrammen drinstehen haben. Und das stimmt auch. Das können sie auch gar nicht, weil sie eben Kompromisse eingehen müssen mit den anderen Parteien, mit denen sie dann eine Koalition eingehen. Jetzt kann man natürlich darüber meckern, dass irgendwie keine Partei idealistisch genau ihre eigenen Ziele durchführen kann. Kann sie nur dann, wenn sie eine absolute Mehrheit erringt. Aber so ist es nun mal. Trotzdem kann man, also nicht, glaube ich, nicht allen Ernstes sagen, dass die eh alle gleich sind, die man da wählen kann. Und das andere, was ich nochmal sagen wollte, ganz, ganz klar sagen wollte, wenn man als, also ich habe viel von wahlentscheidenden Faktoren gesprochen, also welche Faktoren, welche Gründe bringen mich zu meiner Wahlentscheidung, wen ich denn wähle oder ob ich überhaupt wähle. Und dass es eben auch emotionale Wahlfaktoren da gibt, wie zum Beispiel Angst vor der Zukunft, Angst vor sozialem Abstieg und auch Frustration und Wut über die eigene Situation. Das kann ich gut verstehen und das finde ich auch legitim. Und legitim bedeutet hier erlaubt, im Sinne von, dass es in Ordnung, das zu berücksichtigen. Ich halte es nicht möglicherweise manchmal nicht für sinnvoll und gut, sich allein darauf zu beziehen. Deswegen bitte ich halt darum, zu reflektieren, welche Gründe führen mich zu meiner Wahl. Und wenn es emotionale Faktoren sind, sollte man noch mal kurz drüber nachdenken, ob die dann auch zu dem führen, was ich denn am besten eigentlich erreichen möchte, was ich mir für eine Zukunft erhoffe. Und dann vielleicht doch noch einen strategischen Faktor mit in die Wahlentscheidung einfließen zu lassen. Aber das ist nur eine Bitte und eine Empfehlung. Und wenn man dann sagt, nein, meine Wut über meine aktuelle Situation ist für mich wahlentscheidend und ich wähle aufgrund dieser Wut oder aufgrund meiner Angst vor Fremden oder was auch immer, auch wenn ich mir diese nüchterne Überlegung nochmal gemacht habe, was meine Wahlfaktoren sind, dann finde ich das in Ordnung. Dann muss das eben so sein. Und ich kann Angst übrigens sehr gut verstehen. Angst vor Veränderung ist normal. Hat jeder Mensch, habe ich auch. Die Frage ist halt, wie sehr man sich von dieser Angst leiten lässt. Und ich möchte mich davon weniger leiten lassen. Wenn andere Leute sich von dieser Angst eher leiten lassen wollen, dann muss ich damit leben. Und dann finde ich es zwar vielleicht nicht gut und sinnvoll, aber dann ist das so. Das ist erlaubt und das ist auch in Ordnung. Und ich kann übrigens nicht nur Angst gut verstehen vor Veränderung, sondern ich kann auch Wut gut verstehen. Denn ich habe eingangs gesagt, dass wir in Deutschland ein sehr reiches Land sind und sehr privilegiert sind. Aber das sagt ja auch Martin Schulz immer wieder, da haben nicht alle was von. Es gibt Armut in Deutschland, es gibt
Kinderarmut in Deutschland, es gibt Armut bei älteren Menschen in Deutschland, die von ihrer Rente nicht leben können. Es gibt Arbeitslosigkeit, es gibt Hartz-IV-Empfänger, die keine Möglichkeit haben, einen Job zu finden, weil sie entweder nicht genommen werden oder es die richtigen Jobs nicht gibt oder weil es ihre Lebenssituation nicht hergibt. Und die werden stark gegängelt durch Behörden. Nicht alle, aber es passiert halt und das ist schlecht. Das führt zu Frust. Ich kann auch nicht nachvollziehen, weil ich nicht in der Situation bin, aber gut verstehen den Frust von Bürgern in den neuen Bundesländern der ehemaligen DDR, dass ihnen blühende Landschaften versprochen worden sind bei der Einheit und sie keine blühenden Landschaften bekommen haben, sondern eine Benachteiligung gegenüber den Menschen in den alten Bundesländern durch niedrigere Rente, durch strukturelle Nachteile, auch wenn sie einige strukturelle Vorteile haben, wie modernere Autobahnen und in Teilen bessere Infrastruktur, was irgendwie Internet angeht oder so, weil es einfach alles da neu ist und in den alten Bundesländern eher alt. Dennoch gibt es hohe Arbeitslosigkeit, es gibt Abwanderung aus den ländlichen Gebieten, es gibt irgendwie ärztliche Unterversorgung. Die blühenden Landschaften sind größtenteils nicht eingetreten und ja, man muss es so sehen, dass die westlichen Bundesländern, also es war eine Annexion und keine Vereinigung. Also es ist sehr, sehr wenig von der DDR übrig geblieben und die BRD ist halt einfach dann das Maß der Dinge geblieben. Da ist viel Identitätsverlust, da ist viel Enttäuschung und die kann ich absolut verstehen, auch wenn ich von diesem Identitätsverlust und von dieser Enttäuschung nicht persönlich betroffen bin. Ich kann halt nur sagen, ich glaube, das ist verständlich und dass da irgendwie Wut und Verzweiflung und Enttäuschung irgendwie ganz starke Gefühle sind, die jetzt auch zu Wahlentscheidungen führen. Das kann ich nur nachvollziehen, das kann ich absolut verstehen. Ich finde das sehr traurig und das ist auch ein großer Vorwurf, den man den Politikern der letzten 30 Jahre machen muss, dass es in Deutschland so viel Ungleichheit gibt zwischen Ost und West, zwischen Alt und Jung, zwischen heile Familie und alleinerziehend. Und das sind Ungleichheiten, die bekämpft werden müssen. Muss man aber nochmal ganz genau hingucken, ob genau diese Gründe für Frust dann zu der besten Wahlentscheidung führen, die diese Sachen dann beseitigen. Ja. Trotzdem, ich kann es wirklich gut verstehen. Und ja, die Menschen, die unter dieser Wut leiden oder diese Wut haben, die tun mir wirklich leid. Das ist traurig, dass in ein so reiches und ein so fortschrittliches Land wie Deutschland mit so einem Problem leben muss. Es wäre irgendwie für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass man dieses Problem löst. Es gibt Wege, das zu lösen. Wir machen es nur nicht. Genau. So, das wollte ich nochmal loswerden, die beiden Sachen. Also wir haben eine Wahl und ich kann emotionale Wahlentscheidungen durchaus nachvollziehen. Muss sie deshalb nicht gut finden. Vielleicht finden andere Leute meine strategischen Wahlentscheidungen, von denen ich viel erzählt habe, nicht gut. Auch damit muss ich leben, aber diese anderen Leute, die meine strategischen Wahlentscheidungen nicht gut finden, die müssen auch damit leben, dass ich halt so ticke. Und nicht emotional und auch nicht rein Vernunft anhand von Wahlprogrammen entscheide. Gut, das wollte ich noch loswerden. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen ausreichend viel Schlaf. Lasst euch von der Wahl nicht vom Schlaf abbringen. Und trefft eine ausgeschlafene Entscheidung, ist vielleicht der beste Tipp in diesem Podcast.
Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.